vor allem mit diesem Publikum heute, das war sensationell. Das hat uns wirklich toll unterstützt und man darf das nicht unterschätzen. Das ist wirklich so. Das Publikum ist der 12. Mann, das braucht man. Nur so kann man große Ziele erreichen und unser Ziel lautet Meistertitel. Der GRK ist wieder voll im Geschäft. Nächste Woche ein sehr schwieriges Auftaktspiel gegen die Admira, oder? Ja, ich hoffe, dass wir noch annähernd so viele Fans in die Südstadt bekommen wie beim letzten Spiel, wo wir Meister geworden sind. Es waren, glaube ich, 9000 Leute. Es wird sehr schwer werden, das zu wiederholen. Aber ich hoffe, dass wir Begeisterung ausgelöst haben und dass sehr viele Fans in die Südstadt reisen. Das ist sicher jedes Spiel jetzt ein Schicksalsspiel. Wir sollten fast alle Spiele gewinnen, um wirklich Meister zu werden. Ich bin davon überzeugt und wie gesagt, ich kann nur an die Fans appellieren, gerade jetzt in dieser Situation, wir brauchen sie mehr wie sonst. So ist es also. Ich glaube, mit der 100% der Raum. Wir haben jetzt vorige Woche mit dem Sieg in Barsch gesehen, wie sehr gute Punkte gemacht. Der Sieg heute war eben auch ganz wichtig und morgen hoffen wir, dass eben beide Vereine Barsch und mit Punkte gegenseitig wegnehmen und dann kommt wieder eine mehr an die Tabellenspitze. Na, erstens möchte ich mich heute bei unseren Fans bedanken. Sie haben eine wahnsinnige Stimmung gemacht. Dankeschön. So brauchen wir euch immer. Auch der 25er Sektor, fantastisch. Und das treibt uns noch vor. Wir haben heute ein Inserat geschalten. Die Chance lebt und nach diesem Spiel lebt sie umso mehr. Wenn wir so weiterspielen, sind wir ganz vorne. Es wird schwer werden, aber wir wollen die Chance nützen. Und wir sind bis noch sind wir Meister und das wollen wir nicht aus der Hand geben. Wir haben heute gesagt, das sind die schwersten Spiele, Mattersburg, Admira und so weiter. Da müssen wir drüber kommen und dann kommen nicht die großen Austria und so weiter. Da steigern wir uns sowieso, glaube ich. Also wir haben alle Chancen und wir müssen sie nützen. Und was ich immer gesagt habe, wer keine Träume hat, der hat auch keine Zukunft. Und vielleicht schaffen wir es noch einmal. Danke an die Fans.